mein Master und Doktorate Arbeit beendete ich 2012 in den USA, Rutgers University in Criminal Justice Program. So ich recherche über Kriminalpolitik, Migrationspolitik, auch Antiterrorismus und Prävention für Terrorismus. In der Türkei wäre ich in einem Jahr Professor. Durch meine Flucht habe ich 5 Jahre in meinem akademischen Leben verloren. Ich bin Flüchtling in der Schweiz. Ich arbeite an einer Universität. Auch als ein Vater haben 3 Kinder, 3 Mädchen. Das ist nicht einfach, Leben in der Schweiz. Herausforderung sind Sprachkenntnisse. Ein Studium gibt Flüchtlinge, Menschen ein Stück Freiheit. Universität auch ein multikulturelles Gebäude. Das ist nicht einfach ein Gebäude, das ist ein Environment. So diese Environment hilft Flüchtlinge, Leute, was wichtig in der Schweiz ist. Flüchtlinge wollen nicht nur jede Woche Geld für Sozialhilfe, sondern auch Zugang zur Universitätsausbildung bekommen, damit sie ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erreichen. Dies würde ihren Integrationsprozess fördern. Deshalb fordern wir, dass ein Studium für Flüchtlinge mit potenziell einen anerkannten Integrationsweg darstellt.